Eine sehr, sehr große Herausforderung ist es eben, Kunden in die Nutzung von digitalen Produkten und in die Nutzung von digitalen Services zu bekommen. Die Bank hat immer die Aufgabe, einen bestimmten Mehrwert, der sozusagen in dem digitalen Produkt steckt, zu vermitteln. Jetzt ist die Bewerbung von digitalen Produkten auf rein digitalen Weg auch suboptimal. Also Regionalbanken kennen das, das E-Postfach, wo ich in meinem Online-Banking Informationen rauspicken kann. Das ist kein optimaler Kommunikationsweg. Es ist ein Kommunikationsweg. Irgendwie fehlt so ein Kontaktpunkt, der mir als Kunde auch wieder das Gefühl gibt, ach, das ist aber ein toller Service, das ist clever, das ist gut gemacht. So diesen Kontaktpunkt, den gilt es halt herzustellen. Und die Idee dabei ist, die Flixcard zu nutzen, denn die Flixcard ist als aus Papier hergestellter Handyhalter unmittelbar mit dem Smartphone verbunden. Wir nutzen die Flixcard und schicken die Flixcard als Mailing einem Kunden zu. Der kann mit seinem Smartphone die Bankgeschäfte sozusagen ganz bequem auf seinem Telefon erledigen und das Smartphone kommt in die Flixcard als Handyhalter und damit steht quasi die digitale Geschäftsstelle automatisch auf den Schreibtischen der Kunden. Es gibt keine Social-Media-Kampagnen, die mir bekannt sind, wo nach einem einzigen Post 10% der Leute tatsächlich eine Sparkassen-App, eine digitale Payment-Lösung, eine digitale Beratung in Anspruch genommen haben. Kenne ich nicht. Und hier gibt es einen haptischen Impuls. Ja, der kostet mehr als der Social-Media-Post, aber der ist auch stark vertriebsperformant. Ein einziger Impuls, 10% der Leute laden die App runter.